Vault 96 hat wieder geöffnet, zumindest auf dem Public Test Server. Und wie es in Vault 96 aussieht und was man aus diesem Vault gemacht hat, das werdet ihr hier in diesem Video erfahren und auch sehen. Doch bevor wir mit den News anfangen, gibt es natürlich auch noch den ein und anderen Gruß. Und ein Gruß geht zum Beispiel raus an den F. Kohl, ja, der hat geschrieben, ich dachte mir vor 2 Monaten schon, wäre doch geil, wenn man seine Perk-Builds speichern kann und dann eine Schnellauswahl hat, weil immer umstellen ist nervig, danke Hubi für die Info. Ja, das wünschen wir uns in der Community nicht nur seit 2 Monaten, sondern seit 2 Jahren oder sogar länger, je nachdem. Ja, das Spiel ist ja schon eine Weile draußen, mein Guter, ne? Der Marius Schwarzer, der hat geschrieben, wie heißt eigentlich das Outfit, das du trägst? Und er meint damit natürlich dieses Outfit, das ich hier in diesem Video auch wieder anhabe. Das ist das Spezialkommando-Outfit der Bruderschaft, bekommt man durch die täglichen Operationen als besondere Belohnung. Natürlich Outfit und Maske getrennt, ja? Also man bekommt einmal die Maske und einmal das Outfit. Und zu guter Letzt geht noch ein Gruß raus an den Michael Weber, der hat nämlich geschrieben, kann ich auch mein bestehenden Bild ändern? Wenn das Perk-Loadout-System da ist, dann wirst du auch deinen bestehenden Bild ändern können. Gut, das war's mit den Grüßen und damit heiße ich euch recht herzlich willkommen, liebe Vault-Bewohner und Ödland-Besucher, zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und wie immer gilt die Regel, wenn euch das Video geholfen oder gefallen hat, dann dürft ihr mir ein Däumchen da lassen, natürlich auch ein Abo raushauen und die Glocke aktivieren, so bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Und wenn euch was auf dem Herzen liegt, dann schreibt es mir in die Kommentare, lese ich mir verdammt gerne durch und mit viel Glück ist dein Kommentar auch im nächsten Video mit dabei. Ja, Vault 96, so sieht es im Vault aus, wundert euch nicht, dass ich hier so ein bisschen rumdümpel wie so ein... Ja, einfach völlig orientierungslos. Das war mein absolut erster Run in diesem Vault, ja. Ich wollte mir den einfach mal angucken. Ich hatte gar keine Ahnung, wo die Wege lang führen. Ich bin auch einige Male gestorben und immer wenn ich gestorben bin, waren immer diese blöden, verstrahlten Höhlengrillen daran schuld. Denn, also ich weiß nicht, mir kommt es wirklich so vor, als wenn diese Mistviecher... Auf dem PTS, die sind stark. Also die hauen mich wirklich um, die treffen mich 1-2 Mal und wenn ich da nicht rechtzeitig ein Stimpack drücke, dann kippe ich einfach um. Also das habe ich jetzt auf dem normalen Server, auf dem öffentlichen Server, wo jeder ja spielen kann, habe ich das Problem nicht. Weiß nicht, woran das liegt. Aber auf dem Public Test Server ist es momentan sowieso so eine Sache. Das ist sehr merkwürdig. Ich habe da zum Beispiel auch mein Perk Loadout. Ich habe da meine Perks. Und jedes Mal, wenn ich joine und auf den Public Test Server gehe, sind da immer so, so 2-3 Perk-Karten, die ich mir immer wieder neu reinlegen muss, weil sie einfach nicht drinne sind. Die sind dann einfach wieder draußen. Ich weiß nicht wieso, warum, weshalb, aber es ist einfach so. Ja, Vault 96, viele hatten ja gehofft, dass der Vault Raid wieder kommen wird und dass man in Vault 96 wieder einen neuen Raid implementieren wird und das ist jetzt leider nicht der Fall. Ja, es handelt sich bei Vault 96 im Grunde genommen einfach nur um eine neue Location für eine Daily Operation. Ist natürlich auch so gesehen eine feine Sache, ja, kann man so sagen. Die Daily Operations, die sorgen ja echt für Abwechslung, also so ist es jetzt nicht, also die machen schon Spaß, aber so ein großer Vault Raid, wie wir ihn damals hatten, den gibt es einfach nicht. Und das ist eigentlich schade und man hatte wirklich die Hoffnung, ich auch, dass es hier wieder zu einer richtigen Herausforderung kommt. Ich meine, gut, die Höhlengrillen hier waren ja auch schon Herausforderungen genug, aber... Ja, das ist ja nur so, ja. Also so ein richtiger Vault Raid ist es leider nicht geworden. Da sieht man es wieder, diese blöde Höhlengrille. Ich hasse die Viecher auf dem PTS, ich hasse sie einfach. Ja, wäre schön gewesen, wenn es ein neuer Vault Raid geworden wäre. Nichtsdestotrotz haben wir wieder eine neue Location, wieder eine neue Daily Operation. Und was ich hier halt eben cool finde, ist, dass sich Vault 96 wirklich so ein bisschen abhebt von allem anderen. Denn hier haben wir wirklich ja eine vereiste Location, nenne ich das einfach mal. Es ist kalt hier drinnen, man sieht es überall, ist alles vereist, verschneit, sage ich jetzt einfach mal. Woran das jetzt liegen könnte... Da enthalte ich mich jetzt einfach mal, ja, müsst ihr gucken, da kommen wir dann irgendwann mal noch zu dem Thema. Ja, und das ist halt eben Vault 96.
mehr gibt es da eigentlich nicht dazu zu sagen. Es ist halt, wie gesagt, eine neue Daily Operation und mehr ist es nicht. Schade eigentlich. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, hättet ihr euch mal wieder so einen richtigen Volt Rate gewünscht? Ich meine, klar, der damalige Volt Rate, die einen haben sich beschwert, er wäre zu schwer, andere haben wiederum sich beschwert, weil er verbuggt war. Klar, das ist natürlich verständlich, dass Bethesda dann hergegangen ist und hat gesagt, okay, Volt Rate, nicht so eine coole Sache, das ist ja verbuggt. Man konnte ja damals durch den Volt Rate eigentlich sein komplettes Inventar verlieren. Ja, also das war schon richtig heftig. Aber was hat man gemacht, anstatt da mal irgendwie Hand anzulegen und den Fehler zu beheben? Man ist einfach irgendwann an seine Grenzen gestoßen und hat einfach gesagt, okay, wir streichen den Volt Rate einfach komplett und hat dann halt eben die Daily Operations gemacht. Schade eigentlich, Bethesda. Ich hätte gerne wieder, nicht nur ich weiß ganz genau, da draußen sind jede Menge Leute, die wünschen sich einfach mal wieder einen richtig knackigen Raid, der etwas länger dauert, wo man wirklich mit mehreren Leuten zusammenspielen muss, um ihn schaffen zu können. Es wäre halt echt wünschenswert, wenn man da irgendwie in der Hinsicht mal wieder irgendwas macht. Okay, gut. Das war es eigentlich dann auch schon mit dem heutigen Video. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie findet ihr, sieht Vault 96 innen drin aus? Freut ihr euch auf die neue Daily Operation, auf die neue Location? Wie sieht es aus mit Vault Raids oder generell mit einem Raid? Habt ihr da Bock drauf? Ab in die Kommentare. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Zocken. Guten Loot, macht nicht zu viel Blödsinn. Wir sehen uns im nächsten Video. Servusle und ciao.